Ja. Ach so. Penis. Ja, herzlich willkommen. Während Kiyoshi noch Foto von dem Produkt macht, was wir jetzt essen werden. Ich muss das Mikro natürlich auch vor mein Gesicht halten, damit man mich hört. Während Kiyoshi noch ein Foto macht von unserem Produkt, was wir hier jetzt haben, werde ich schon mal erklären, was wir hier haben. Wir haben hier, ich muss ein bisschen aufpassen, weil die sind seitlich offen. Wir haben Dschungelade. Ich gucke mal, ob ich ein Bild finde, was ich da einblende. Wobei, halt mal kurz fest. Einen Moment. Dann bringe ich das mal kurz zur Kamera. Ja, auch von mir hallo. Ich bin mal gespannt, was wir heute hier jetzt vor uns haben. Gerade wenn es sich um Käfer handelt, bin ich ja auch eigentlich durch mein Studium dadurch ein bisschen, sagen wir mal, vorbereitet. Aber gegessen habe ich es eigentlich noch nicht, bisher immer nur seziert. Ich habe auch noch ein bisschen mehr Kram davon, aber wir fangen heute mal nur mit der Schokolade an, weil sonst weint Giga, weil der will nämlich auch was haben. Was ist denn das andere? Ich habe noch Wurmwasser, das ist so Schnaps mit so Wurmröhrchen. Dann nimmst du die Röhrchen, kippst dir das in den Mund, kaust drauf rum und dann trinkst du dir das Wurmwasser hinterher. Dann habe ich noch... Nee, nicht aus Mexiko. Das ist irgendein Schnaps halt. Und mit Mehlwürmer. Dann habe ich noch einen Dschungelsnack. Da steht aber drauf, erhitzen vor Verzehrung. Könnte so ein Snack krabbeln. Könnte eventuell passieren. Und dann habe ich auch noch Heuschrecken. Die sind aber auch genauso. Da steht auch drauf, Beine entfernen, Flügel entfernen und vorher erhitzen. Ja, okay, klar. Und da wir hier jetzt gerade keinen Herd haben, stehen nämlich vor der Hangar Nummer 5 in Hannover und werden uns heute Abend ein bisschen Wrestling angucken. Und ja, vorher muss man natürlich gewisse Energien aufnehmen. Für Käferenergie und so. Richtig. Wir fangen mit den Kleinen hier an. Mit den Kleinen. Achso, vorher noch, warte. Vorher muss ich natürlich noch erwähnen, welche Firma das war, die uns das gespendet hat. Vielen Dank dafür. Das Ganze nennt sich Snack Insects. Die haben halt hauptsächlich Insekten-Snacks, also alles Mögliche. Es ist so eine Sache, die, glaube ich, darauf aufbaut, so, ja, gerade auch der Name Dschungelade, so, wenn man eine Hol mich hier raus, ich bin ein Star-Party macht, dass man passende Snacks dazu hat. Kommt darauf an, aus welchem Milieu man stammt. RTL oder... Hey, ich gucke das auch. Das ist das Einzige, was ich gucke, weil das ist halt, das sind halt abgewrackte Gammelstars, die es nicht besser verdient haben, als Scheiße zu fressen. Falsches Thema. Nee, finde ich nicht. Passt ja dazu. Ja, aber Dschungelade und von Snack Insects und vielen Dank für die Spende und ich bin sehr gespannt. Ich habe schon mal Würmer gegessen, aber das ist schon ewig her. Expo 2000. Hast du Würmer gegessen? Hätte ich. Aber hast nicht. War noch zu klein. Guck mal, da ist jeweils ein Wurm weggekrabbelt. Ja, gerobbt eher. Die können nämlich nicht krabbeln. Ich bin ja jetzt mal ganz klugscheißerisch. Das sind auf jeden Fall Edelbitter, also das sind die Dschungeltaler. Edelbitter-Schokolade mit gerösteten Mehlwürmern haben wir hier. Oder möchtest du mit Vollmilch anfangen? Ich würde sagen Vollmilch. Das ist dasselbe wie das hier, also das brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, das Große können wir für Giga lassen, oder? Ja. Da mache ich einen Challenge draus. Oder? Ja, machen wir das doch so. Dann leg das weg oder so. Ich leg's mal auf den Boden zu den anderen Käfern. Das fällt auch nicht auf. Ja, womit willst du anfangen? Ja, Vollmilch auf jeden Fall. Willst du nicht mit Edelbitter anfangen, weil Edelbitter eklig ist? Ja, gut, Edelbitter finde ich jetzt mit eklig, aber ich finde es unangenehm. Mindestens haltbar bis 27.05.2014. Mhm. Inhalt: Zucker, Kakaobutter, Vollmilch, Vollmilchpulver, Kakaomasse, Emulgator, Soja, Lektit. Ja, und wie machen wir das jetzt? Lecithin, Meersalz, geröstete Mehlwürmer, 2,5% mindestens, obwohl ich das ehrlich gesagt mehr als 2,5 ansehe. Ja, die sind nur so hinten drauf gepappt, ne? Also die sind ja, trotzdem, obwohl die Oberfläche macht das eigentlich schon aus. Kakaogehalt mindestens 42%, bla bla bla, bla, bla Spuren von Nüssen und anderen Schalenfrüchten enthalten. Du spielst mir hier gerade weg, kannst du das mal durchbrechen? Kann ich. Ja, oder so. Gut. Fail. Ja, dann nehme ich das Große. Okay. Ja, ich habe ungefähr 20. Guten Appetit. Ballons ab. Hm.
Ich schmecke nur Schokolade. So ein leichter Knusper von den Käfern. Man könnte jetzt denken, es ist Müsli-Schokolade oder so ein bisschen Cornflakes. Cornflakes-Schokolade, genau. Die Käfer schmecken überhaupt nicht. Also die schmecken gar nichts, nein. Die schmecken wirklich nach nichts. Aber das war mir auch bewusst, dass die nach nichts schmecken. Aber ich würde die gerne mal so probieren, ehrlich gesagt. Lebend oder was? Nein, nicht lebend unbedingt, aber so geröstet halt, wie man das so kennt von Tapas, wie geröstete Fische das zum Beispiel. Das ist ja in dem Dschungel Snackpack, was ich auch noch habe, ist das auch noch drin. Die Schokolade an sich ist ganz lecker. Also das ist eine ganz gute Edelbitter-Schokolade. Ich mag Edelbitter ja nicht so gerne. Dito, aber die funktioniert ganz gut eigentlich. Die funktioniert ganz gut und wie gesagt, mit diesem leichten Knusper ist eigentlich ganz lecker. Also wenn man nicht daran denkt, dass man da auf Würmern rumkommt. Ach, ich finde selbst dann, das ist nicht schlimm. Ich meine, ist nicht schlimm, aber es gibt ja Leute, die da ein Problem mit hätten wahrscheinlich. Ich meine, es gibt auch Tapas, wo kleine geröstete Fischchen ungefähr so groß dann einem vorgesetzt werden, ganz vor allen Dingen. Ja, das ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe schon ganz. Und die finde ich sehr lecker, ehrlich gesagt. Von da habe ich damit weniger Probleme. Es sieht halt ein bisschen komisch aus. Ne? Also das ist halt so, wenn mein Essen so aussieht, werfe ich es normalerweise weg. Ne? Das ist halt so. Ach, kommt das nochmal in die Fritteuse und dann geht das. Ja, da kann man das nur nehmen. Gut, ich leg das mal hier hin und so, dann haben wir noch voll dann. Oder willst du es dieses Mal durchbrechen? Ich will noch mal kurz was zeigen auf jeden Fall. Ich muss das aber vorher rausnehmen. Wenn ich es rauskriege. Komm schon. Ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Es geht echt nicht. Oh. Jetzt. Finde nämlich. Ja. Nichts gesagt, toll. Nein, habe ich jetzt nicht. Ich wollte eine künstlerische. So eine Afrika, weiß ich nicht, ist das was? Was ist das für ein Land? Das weiß ich nicht. Ich bin kein Erdkundler. Das ist wahrscheinlich Afrika, oder? Nein, Afrika ist ein bisschen. Könnte das Südamerika sein? Südamerika ist noch länger zulaufend als Afrika. Es könnte höchstens Afrika sein, aber ich weiß es auch nicht. So, schaue ich mal, ob ich das dieses Mal hinkriege. Ja, gut, nehme ich das größere Stück. Das größere. Ich habe jetzt hier nur einen Wurm drin. Ja, ich habe gleich vier. Ja, da merke ich jetzt gar nichts mehr von mir. Doch. Wenn man sagt, Würmer konzentriert, dann ist es so ein leichter staubiger Geschmack. Ja. So ein bisschen komisch irgendwie. Ja, staubig. Ein bisschen nach Keller. Abgestandener Keller. Aber immer noch ganz lecker. Ich finde die Milchschokolade ist aber nicht so toll. Also ich freue mich Schokolade. Die ist nicht ganz so gelungen. Aber auch hier, also von den Würmern, abgesehen von so einem ganz leichten bisschen Geschmack, aber sonst könnte man auch denken, da wäre jetzt nichts drin. Also. Jo. Ein bisschen salzig, aber ja, sonst? Ein bisschen. Aber dadurch, dass ich nur einen hatte, bei mir sehr, sehr wenig. Es ist kein schlimmes Produkt. Also wer das mal ausprobieren will und schon immer gesagt hat, das ist, glaube ich, so eine Einstiegsgeschichte. Also wer Würmer essen will, sollte vielleicht damit anfangen, weil das tut nicht weh. Genau, die Würmer schmecken, wie gesagt, nach nichts. Es ist einfach nur mehr oder weniger nur noch die Schale anscheinend, die von den Würmern übrigens ist so ein bisschen die Haut. Und das ist einfach... Weiß ich, das schmeckt einfach nach nichts. Das ist einfach nur lose, das ist, weiß ich nicht. Mit was kann man das mal vergleichen? Das ist ein bisschen Hummerhaut vielleicht. Das ist keine Ahnung, so Hummerschale. Weißt du, was ich gerade ganz witzig finde? Ich weiß, dass da gerade jemand das Video sich anguckt, die das Ganze ganz furchtbar findet, weil sie Vegetarierin ist. Aber die guckt sich alle unsere Foodshows an und findet das total super und deswegen Gruß an Viola. Aber die ist Vegetarierin und sagte schon, deswegen kann sie die wohl nicht essen. Vegetarier essen ja nun eigentlich kein Fleisch nur, ne? Habe ich ja, das richtig? Nein, die essen keine Tiere. Keine Tiere, gut. Dann ist es eigentlich, wenn du. Pass auf, dann verrate ich dir jetzt mal, du isst pro Jahr mindestens ein halbes Kilo an Insekten. Ja, oder mehr. Ist so. Ich sag mal so, gerade Salat enthält viele Insektenteile, die bei der Ernte mit reingekommen sind. Du isst pro. Also, wenn du schläfst, irgendwie ein paar Spinnen kommen dann mal gerne so in den Mund, die werden dann schön verschluckt und. Man kann es eigentlich nicht verhindern. Ich glaube aber, es geht nicht einfach darum, dass man Tiere isst, sondern es geht eher darum, dass die Tiere extra dafür getötet werden, dass sie zu Nahrung verarbeitet werden. Ich glaube, das ist eher so hauptsächlich der Grund, warum Leute Vegetarierinnen oder Vegetarier werden. Ja gut, ich meine, weil das Tier stirbt schon freiwillig. Lemminge, wenn man Lemminge theoretisch auffangen würde. Lemminge, ja. Essen wir Lemminge und bezeichnen uns als Vegetarier, das ist doch mein Plan. Ich liebe die Lemminge von nichtlustig.de. Kenne ich nicht. Oh, musst du dir angucken. Großartig. Blende es mal ein. Und zwar hier unten. Oder so. Auf meinem Penis. Nein. Gut, vielen Dank. Willst du noch was sagen? Vielen Dank fürs Zuschauen. Es war sehr lecker. Und bin ich auf jeden Fall. Es sei denn, das ist was Alkoholisches. Ich muss ein Auto fahren. Ich meine jetzt nicht heute. Ich meine von denen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Okay. Dann bis zum nächsten Mal.